Horizont und Turi 2TV vom Deutschen Medienkongress. Bei uns ist Jörg Hausendorf, Geschäftsführer von Bauer, Europas größtem Zeitschriftenhaus. Erklären Sie mir doch mal eines, Herr Hausendorf. Warum haben wir immer mehr Zeitschriften am Kiosk, obwohl doch eigentlich Zeitschriften in der Defensive sind? Also Sie wissen ja, dass wir nicht der Auffassung sind, dass Zeitschriften in der Defensive sind, sondern sie müssen Zeitschriften sehr gut machen, sie müssen Zielgruppen im Blick haben, sie müssen wissen, was sie wollen. Dann haben sie auch heute mit Zeitschriften noch gute Karten, wo sie recht haben. Natürlich wird es mehr Angebote geben, was aufgefächert sein wird, um näher an die Interessen ranzukommen. Also die Segmentierung nimmt zu. Ja, auf der anderen Seite sterben die Millionenseller aus, die Auflagen sinken. Wie können Sie denn weiter existieren? Wie können Sie weiter Gewinne schreiben, wenn die Auflagen immer weiter nach unten gehen? Na gut, Millionenseller haben es sicherlich schwer. Also wir kommen natürlich aus Zeiten, gerade bei Bauer, wo wir sehr viele Titel oberhalb dieser Grenze hatten, wo wir als vertriebsorientiertes Haus auch mit guten Copypreisen da sehr gutes Geld verdient haben. Der Rückgang ist da. Andererseits gibt es auch seit ein paar Jahren den Trend, natürlich über Copypreise quasi den Umsatzbereich einerseits abzusichern. Und in den vergangenen Jahren hat Bauer natürlich auch erheblich zugelegt im Bereich der Vermarktung, also quasi die zweite Quelle der Umsätze hinzuaddiert, wodurch wir in der Summe der Dinge auch im Ergebnis zufrieden sind. Also Ihr Ergebnis ist weiterhin hervorragend, aber die Auflagen sinken, kann man sagen. 500.000 ist das neue Million? Ich glaube nicht, dass die Zahl entscheidend ist. Sie müssen in einem relevanten Wettbewerb weit vorne liegen. Das ist immer unser Ziel und wir haben ja das Ziel, in der Regel Erster oder Zweiter, maximal Dritter in einem Segment zu sein, nach der Reichweite, nach der Auflage. Und ja, wir wollen vorne sein, wir wollen die Besten sein. Wenn das Segment eine Vorgabe hat, weil es sehr luxuriös ist, dann ist sie sicherlich weit unterhalb der 100.000. Und wenn Sie in einem Segment sind wie mit der TV14, dann sind Sie weiter im Millionenbereich unterwegs. Warum braucht es denn so viele verschiedene Zeitschriften? Ich sage mal ein Beispiel, vor ein paar Jahren gab es 6 große Programmzeitschriften mit riesigen Millionen Auflagen und die Deutschen waren zufrieden mit 6 Zeitschriften. Heute gibt es, ich weiß gar nicht wie viele, 20, 30, 40 Programmzeitschriften. Warum das? Naja, der Trend insgesamt bei der Aufnahme von medialen Informationen ist Individualisierung. Im Extremfall haben Sie dann nachher eine Information, die für einen gemacht wird, die aus einem Baukasten zusammengebaut wird. Das ist ja das, was im Digitalen möglich ist. Nehmen Sie Newsletter im Wirtschaftsbereich, Finanzbereich etc. Also es wird weiter aufsegmentiert. Technisch ist das auch möglich. Ist es nicht mehr das Problem, was wir früher hatten. Wir werfen eine Maschine an, die dann im Tiefdruck 6 Stunden laufen muss und dann halt eine riesige Auflage wirtschaftlich produzieren kann. Die Drucktechniken ermöglichen kleinere Auflagen. Die Segmentierung ermöglicht in der Breite dann wiederum mehr zu verkaufen, als wenn sie bei dem singulären Angebot blieben. Trotz allem ist natürlich unser Anspruch, relativ große Auflagen weiterhin zu realisieren. Okay, in Ihrer Zeit bei Bauer, was war Ihr Lieblingstitel? Was war Ihr schönster Erfolg? Also einen Lieblingstitel kann ich Ihnen natürlich nicht nennen, aber ein besonderer Erfolg, weil er eine Rolle spielt in dem, was wir heute machen strategisch, war sicherlich die Einführung von Happiness. Einerseits, weil wir einen Titel lanciert haben, der wahnsinnig speziell war, an den viele nicht geglaubt haben. Andererseits, wir was geschafft haben, was ich damals für möglich hielt, nämlich eine Art mengenfähiges Special Interest Konzept durchzusetzen zu einem sehr hohen Copypreis mit den spezifischen Stärken von Print, also gerade auch Haptik, Optik und auch besondere Sprache. Das war ein Erfolg und es war ein wesentlicher Step auch mit hin zum sogenannten Vollsortimenter, der wir heute sind. Ich habe gesagt, wir wachsen im Anzeigenbereich. Also wir haben steigende Marktanteile seit, ich glaube, 4, 5 Jahren im Anzeigenmarkt. Und das gelingt uns natürlich, weil wir quasi alle relevanten Segmente abdecken. Also für jede Kommunikationsbotschaft sozusagen Zielgruppen aus einer Hand bieten können. Das war früher bei Bauer ja nicht so. Also das ist deswegen ein wichtiger Step gewesen. Okay, dann lernen wir also, dass Happiness Bauer happy macht und bedanken uns. Danke. Ich bedanke mich. Danke.